Hallo liebe Freunde des gepflegten Reformbaus. Heute geht es einen Minimotor an den Kragen. Das ist so ein Mini Cooper S Motor. Ich glaube, das ist auch so eine BMW-Peugeot-Kooperation. Auf jeden Fall müssen wir den mit so wunderschönen Buchsen versehen. Das sind Datensleeves und der Kunde hat das alles angeliefert. Er hat sogar Kolben angeliefert von so einem Peugeot RCR. Ich glaube, so hieß das Ding. Die sollen irgendwie ein bisschen anders verdichtet sein. Und ja, wir setzen heute hier die Buchsen. Ich freue mich total drauf, denn der Motor ist so klein, der passt in meine CNC. Das heißt, wir können das alles auf der CNC machen und habe ich mega Bock drauf. Ich habe vorab hier so ein bisschen rumgemessen und mir das angeschaut. Wird schon schief gehen, würde ich sagen. Alles klar. Viel Spaß beim Zugucken. Bis später. Der Kunde hatte noch einen alten Block mit einem dezenten Motorschaden, wie man unschwer erkennen kann. Das war ein Pleuelabriss. Hier zeige ich soeben nochmal auf die Ölspritzdüsen. Die hat er auch. Aber was ich viel interessanter fand, ist, dass die Buchse mit so einem Riffelmuster eingegossen ist. Das sorgt eben für eine höhere Kontaktfläche zwischen Aluminium und Buchse und somit auch eine bessere Kühlung und stabilisiert und sichert die Buchse in meinen Augen auch noch. Ändert aber nichts daran, wenn Pleuel abreißt, ist eben vorbei, dann scheppert es ordentlich. Aber die Daten-Sleeves haben so ähnliche Kühlrippen, das sind die Kühlrippen, wo ich hier gerade drauf zeige, sorgen auch eben für höhere Kontaktfläche und die Sleeves sind unten nochmal mit drei O-Ringen zusätzlich abgedichtet, denn das sind nasse Laufbuchsen, die sitzen oben komplett im Kühlsystem und müssen eben zum Kurbelwellengehäuse komplett abdichten und das macht man auch noch zusätzlich mit diesem Loctite. Der Kunde verwendet auch hier ARP 2000 Stehbolzen, das ist die Paste dazu. Und was ich mal erwähnen will, das ist die Anleitung, die ist bei jedem Paket dabei, also da steht genau drin, was ihr zu tun habt. Ich kriege am Tag bestimmt drei Anrufe, wie man die festzuziehen hat. Gut, das ist ein Traumwerkzeug, das ist ein 3-Punkt-In-Taster und das Ding misst auf ein 1000stel Millimeter genau. Das ist schon Wahnsinn und ich frage mich, wie man sowas fertigt. Ja, der Nachteil an dem Ding ist, dass man keine Eier damit messen kann, keine Ovalität. Ich kann quasi jetzt nur ziemlich genau den Durchmesser, so den Durchschnittsdurchmesser ermitteln, aber um die Ovalität festzustellen, kann ich immer noch dieses 2-Punkt-Messgerät nehmen. Da ich aber weiß, dass mein Bohrwerk bzw. mein Messerkopf da definitiv kein Ei daraus macht, benutze ich gerne dieses Werkzeug dafür. Hier prüfe ich mal, ob Daten sauber gearbeitet hat. Hier vergleiche ich die beiden mal zueinander. Und ich werde auch mit so einer Boresheet arbeiten. Die habe ich mir noch auch ausgedruckt und ein bisschen meine Messwerte ergänzt. Zusätzlich prüfe ich dann nochmal, ob wir nicht da irgendwie einen Ausreißer haben. Das hier oben ist nicht so wichtig, also das hat wird schon eine Schiebepassung oder eine leichte Untermaßpassung haben, aber wichtig ist unten der Sitz. Doch, bevor wir jetzt erstmal richtig Gas geben, ziehen uns erstmal noch schnell einen Kaffee.
So, im ersten Schritt packe ich den Motor in die CNC. Beim Abstellen achte ich darauf, ob da nichts drunter ist, ob sich das plan anfühlt, ob da nichts kippelt. Jetzt spanne ich den hinten. Das ist, wie ihr kennt, meine Maschinenwasserwaage, mit der man ziemlich genau messen kann oder einstellen kann. Muss ich überlegen, ein Strich ist ein Zehntel auf einem Meter. Das heißt, auf der kurzen Fläche wäre das nichts. Aber ihr habt gesehen, dass der leicht eingefallen war, der Motor. Aus dem Grund, besonders an den Zylindern, aus dem Grund nehme ich nochmal meinen 3D-Taster und fahre mal über die Zylinder und ihr seht, auf der rechten Seite geht er um 3-4 Hundertstel ein. Ja, sonst passt das soweit. Ich habe es hinten nochmal untergelegt, damit es auf den passenden Wert komme. Und jetzt kann ich schon die Mittelpunkte von den Zylindern erfassen. Das mache ich mit so einem Renishaw-Taster. Das Ding ist auch, das misst ihr auch auf den 1000. Millimeter genau, wenn es richtig kalibriert ist. Und das mache ich jetzt erstmal mit allen Zylindern. Das war jetzt X und Y, quasi Mittelpunkt Zylinder. Und das mache ich hier mal in der Timelapse mit allen anderen schnell. Und dann holen wir uns noch die Z-Achse. Die reicht einmal in der Mitte. So. Das Programm für die Buchsen bohren, das schreibe ich direkt an der Maschine. Und das ist auch nichts Kompliziertes, sind halt nur 4 Bohrungen. Da sind die Vorschübe und die Drehzahlen zu erkennen. Jetzt nehme ich mir meinen Ausspindelkopf und stelle den jetzt erstmal in die Mitte von einem der jeweiligen Zylinder. Drehen rein und fahre erstmal in einen Zylinder rein. Wenn ich dann da so ein bisschen drin bin, dann fahre ich den ganz einfach raus, bis er anfängt anzukratzen. Und dann machen wir mal einen Testlauf. Wenn der dann halbwegs erfolgreich war, kann ich dieses Maß einfach mal messen und dann weiß ich, auf was für eine Einstellung das Ding jetzt eingestellt ist. Hier seht ihr, dass er auch von der Geräuschkulisse ist ungleichmäßig nimmt. Das liegt an der Ovalität der Zylinder. Das ist aber nach einem Bohrvorgang schon legalisiert. Und ich glaube, das ist, jetzt nehmen wir ca. 5 Zehntel aus der Buchse mal raus. Und da habe ich wieder gemessen, nachgestellt. Ja, und das geht dann erstmal ein paar Mal so. Währenddessen macht die Maschine das von alleine. Ich glaube, ich bin sogar währenddessen schon das Video am Cutten und die Voiceover am Aufnehmen. Der Wahnsinn ist, wie präzise sich dieser Messerkopf einstellen lässt. Also, das sind Hundertstelbereiche, die großen Striche. Und der Nonius da unten, wo ich es gleich mal drauf zeige, das sind die Tausendstel. Also wenn die übereinstimmen, also im Tausendstelbereich kann ich damit einstellen. Ja, nachgestellt, Cycle Start gedrückt und dann macht die Maschine erstmal wieder ihren Job. Hier seht ihr, dass ich schon so gut wie die komplette Buchse ausgebohrt habe. Da sind wir jetzt bei einem Maß bei 80,3. Hier ist auch wieder krass zu sehen, wie präzise alles auf dem Hundertstel genau. Nochmal gegenchecken, passt. Und da wir die Graugussbuchse jetzt raus haben, können wir das Messer wechseln. Und ihr seht, das ist die Spitze, die noch nicht im Eingriff war. Die sieht noch ganz normal aus, mit einem Radius von 0,4 mm waren es, glaube ich. Und jetzt kommt die Spitze, die im Eingriff war. Da sieht man so leicht Aufbauschneide, so ein bisschen verkatscht. Das darf aber auch sein nach der Arbeit. So, das sind jetzt die Aluminiumwendeplatten. Die haben eine andere Beschichtung und einen anderen Schliff. Sieht man hier schön. Die Spanabfuhr ist hier besser gegeben. Und damit kriege ich beim wirklich arschglatte Oberflächen hin.
hier sieht jetzt das Ergebnis. Also das ist wirklich super glatt. Und jetzt messen wir mal. Jetzt sind wir tatsächlich 3,5 bis 4 Hundertstel vor Endmaß. Das ist auch so mein gewünschter Wert. Denn wenn wir den Block temperieren, flutscht die Buchse so da rein. Auch wieder hier präzise, unglaublich. Ja, den Rest machen wir nicht mit dem Bohrkopf, sondern dann nehmen wir uns einen 16 mm Aluminiumfräser. Den musste ich was verstellen und dafür musste ich den neu antasten bzw. die Länge ermitteln. Und das mache ich mit diesem kleinen schwarzen Gerät da. Das funktioniert auch sehr präzise, aber es war halt super knapp mit dem Block. Hat aber geklappt. Ja, jetzt schreibe ich noch gerade das Programm für die zweite Kontur. Das mache ich in 3 Schritten. Ich muss insgesamt 60,1 mm tief und ich nehme jetzt erstmal 20 weg, dann nochmal 20 und dann nochmal 20. Denn wenn ich mit zu hohem Eingriff von dem Fräser dazu gange wäre, dann wäre das nicht so cool. Hier ist jetzt übrigens die alte Buchse weggeflogen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Die haben oben die Buchse im quasi Detonationsbereich in Ticken dicker gestaltet. Das finde ich ziemlich gut. Weg damit. Jawohl, also wie eben erwähnt, jetzt machen wir erstmal überall 20 tief und dann gehen wir auf 40 und dann auf 60,1. Zwischendurch muss ich immer bei alle Späne da rausblasen, weil das sammelt sich so extrem da drin, dass ich dann eine schlechte Späneabfuhr habe und dann ist das schlecht für den Fräser. Dann läuft der zu heiß, weil die Kühlung zu schlecht ist. Ja, jetzt sind wir hier schon im letzten Durchgang. Das ist im Prinzip der wichtige Durchgang. Da, wo wirklich am Ende die Buchse sitzt. Und ihr seht, da ist ein Haufen voll Späne. Und jetzt habe ich auch schon oben den quasi den Sitz gemacht, beziehungsweise die Führung für den Sleeve, damit der Stabilität auch oben rum hat. Das hat auch soweit gepasst. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen trocken blasen. Und voilà, so einfach kann es gehen. Also sieht wirklich gut aus, ich finde das System auch gut, wie Daten das gewählt hat und der Sitz eben das Wichtigste ist, auch vom Feinsten. So, da bin ich wieder. Ja, erstmal wie immer danke, dass ihr noch bis zum Schluss geblieben seid. Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ergebnis sieht gut aus, also fast fertig. Im Part 2 zu dem Video werden wir die Buchsen setzen, dann werden wir honen, dann werden wir planen und bin mal gespannt, wie das dann final aussieht. Also seid gespannt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach dieses Video nehmt. Ihr müsst nichts kommentieren, nichts liken. Einfach teilt das Video. Vorausgesetzt, es hat euch gefallen, damit ihr vielleicht anderen Leuten zeigen könnt, was wir Schönes machen können. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.